Marill! Azuril, das ist toll! Du bist aus deinem Albtraum aufgewacht! Ja! Das waren Sie, Frau Cresselia. Vielen, vielen Dank! Und auch Herr Traumato. Ich? Vielen Dank, Herr Traumato. Herr Traumato, ich muss Ihnen auch danken. Sie sind die ganze Zeit bei Azuril geblieben, um auf ihn aufzupassen. Ganz herzlichen Dank! Och, nicht doch. Das war das Mindeste, was ich tun konnte. Herr Cresselia, was ist mit Palkia geschehen? Palkia ist in der Raumspalte untergetaucht. Dort wird es sich um die Verzauberung des Raumes kümmern. Als das Wesen, das den Raum selbst beherrscht, liegt ihm der Erfolg sehr am Herzen. Die Bürde dieser Aufgabe wird es nicht mehr so schnell hier ersch oder was? Die Bürde dieser Aufgabe wird es hier nicht mehr so schnell erscheinen lassen. Ah ja. Sehr gut, beeindruckend. Das ist echt fabelhaft. Wirklich fabelhaft, Cresselia. Wir hatten von deiner Macht, die Dunkelheit zu vertreiben, gehört, aber nur gerüchtweise. Und es hat alles gestimmt. Ich muss zugeben, das ist total fantastisch. Ich verstehe. Du hast deine Macht eingesetzt, als du in den Albtraum von Palkia warst. Auf diese Weise hast du Palkia und uns aus dem Albtraum geholt. So ist es. Ich habe tatsächlich die Macht, Dunkelheit zu vertreiben. Sie lässt mich Albträume verjagen und Schläfer aus ihrem tiefsten Schlaf wecken. Das Wesen von Darkrai ist das Gegenteil von meinem. Es hat die Macht, die Schlafenden in Albträume zu hüllen. Blitz, Michi, erinnert ihr euch, wo ihr meinen betrügerischen Nachmacher getroffen habt? Falsche Cresselia, die ihr getroffen habt. Diese Begegnung fanden immer in Träumen statt, oder nicht? Das stimmt. Es stimmt. Das erste Mal war in einem Traum. Und später, wenn ich so darüber nachdenke. Ich kann mir nicht erklären, wie ihr hergekommen seid, aber ich finde euren Besuch äußerst praktisch. Ich wollte euch beide schon lange mal treffen. Zu dieser Zeit habe ich nicht geträumt, also ist mir nie richtig bewusst geworden. Aber jetzt ist mir klar, dass es in dem Albtraum von Azuril war. Mit anderen Worten, ich war dennoch in einem Traum. Beim nächsten Aufeinandertreffen war ich in dem Albtraum von Palkia. Der falsche Cresselia, ihr sind wir nun in Albtraum, in Traum begegnet. Darkrai hat die Macht, realistische Trugbilder zu erschaffen. Was Darkrai getan hat, war, nun, es setzte seine Trugbilder ein, um euch glauben zu machen, ihr würdet mich sehen. Es war eine ausgeklügelte List, um euch zu schaden, Michi und Blitz. All das geschah, um euch endlich aus dem Weg zu räumen. Hä? Um Michi und Blitz von dieser Welt zu entfernen? Entfernen? Diese beiden? Es ist schockierend genug, dass es euch loswerden wollte. Aber warum hackt dazu Darkrai so einen komplizierten Plan aus? Warum der ganze Aufwand mit einer Cresselia-Imitation? Wäre es nicht einfacher gewesen, den offenen Kampf mit ihnen zu suchen? Ich nehme an, dass es die Angst vor Michi und Blitz dazu trieb. Darkrai hatte Angst vor mir und Michi? Ja, weil Michi und Blitz vorher schon einmal die Welt gerettet haben. Damals verhinderten sie den Zusammenbruch des Zeitturms. Aber wer war es wirklich, der die Zerstörung des Zeitturms in Bewegung gesetzt hat? Wer wollte wirklich den Planeten in Lähmung versetzen? Es war kein anderer als Darkrai. Hä? Darkrai steckt hinter den kritischen Situationen beim Zeitturm? Darkrai plant, die Welt in Dunkelheit zu hüllen. Darkrai versagte bei der Zerstörung des Zeitturms. Nach seinem Scheitern wandte es seine Aufmerksamkeit der Verzerrung des Raumes zu. Wäre die Verzerrung des Raumes gewachsen, wäre auch die Macht von Darkrai, Albträume zu erschaffen, gewachsen. Es trachtete danach, alle Pokémon in einen Albtraum zu hüllen. Es war alles das Schaffen von Darkrai. Es ließ zu, dass die Verzerrung des Raumes sich ausbreitete. Darkrai hat das getan? Dehnt sich die Verzerrung des Raumes nicht wegen unserer Existenz aus? Es stimmt, dass eure Existenz Verzerrungen im Raum verursacht. Aber diese Verzerrungen sind extrem klein. Außerdem würde sich die auf euch zurückführbaren Raumverzerrungen nicht von selbst ausdehnen. Dann, ja, die um sich greifende Raumverzerrung hat nichts mit euch zu tun. Euch wurde die Schuld gegeben, als Anlass, euch zu entfernen. Es war alles Teil des ausgeklügelten der ausgeklügelten Täuschung von Darkrai. Michi, ich bin so froh. Wir sind keine Wesen. Keine, die nicht existieren dürfen. Wir dürfen in dieser Welt leben. Wir sind nicht unerwünscht. Blitz. Ich habe keine Ahnung, was ihr durchmachen musstet, aber es ist einfach unmöglich für euch, Blitz und Michi, in dieser Welt unerwünscht zu sein. Wenn einer von euch fortginge, Blitz oder Michi, dann würde ich mich das traurig stimmen. Und ich denke, alle anderen in dieser Gang wären auch traurig. Wir sind glücklich, dass ihr beide bei uns seid, Michi und Blitz. Das ist der Grund genug, um weiter zu existieren. Knuddeluff. Mehr noch. Es geht nicht nur um Blitz oder Michi. Alle hier, alle Pokémon in dieser Welt.
keines ihrer Lebens bedeutungslos. Also denkt niemals wieder, dass ihr unerwünscht sein könntet. Seid fröhlich, alles klar? Danke, Knuddeluff. Hey, hey, aber was für ein unersehehrlicher und schmutziger Fiesling Darkrai ist. Es zeigt sich niemals im Licht, es verrichtet sein unheilvolles Werk aus dem Schatten. Stellt man es, dann flieht es. So hat Darkrai schon immer gehandelt. Aber Darkrai verhält sich auf einmal so untypisch. Es hat Blitz und Michi eingeladen, sich bei ihm entgegenzustellen. Ja, das stimmt. Darkrai ging mit ihren Worten. Ihr seid herzlich dazu eingeladen, zu versuchen, mich aufzuhalten. Kommt zu mir in den Dunkelkrater. Ihr zwei, ich werde im Dunkelkrater warten. Dunkelkrater. Darkrai rief uns zum Dunkelkrater. Es sagte, es würde dort auf uns warten. Kuseya, du glaubst, dass es Blitz und Michi aus einem bestimmten Grund zu sich verlangt? Glaubst du, es ist eine Falle? Ja, es ist definitiv eine Falle, ohne Zweifel. Es macht keinen Unterschied, ob Falle oder nicht. Wenn wir Darkrai nicht stoppen, verschleiert Dunkelheit bald die ganze Welt. Wir müssen etwas unternehmen. Wir gehen zum Dunkelkrater. Okay, ich respektiere eure Entscheidung. Ich werde euch begleiten. Diese Intrige von Darkrai war mir seit langem bekannt. Ich verfolge schon seit langer Zeit, um seinen Plan zu verteilen. Beide. Aber jedes Mal, wenn ich es fast hatte, ist es mir entkommen. Diesmal wartet es auf uns. Ich möchte jetzt diese Sache ein für alle Mal klären. Ich komme auch mit. Und ich. Ja, aber ja, ich gehe auch. Donnerwetter. Ich freue mich über die Hilfe von jedem. Allerdings fürchte ich, dass Darkrai verschreckt würde, wenn zu viele von uns gehen. Das ist die seltenste Gelegenheit, Darkrai in die Ecke zu drängen und seinen ruchlosen Treiben ein Ende zu bewahren. Bitte seid zufrieden, wenn nur wir drei gehen werden. Oh, das ist schade. Aber ich muss sagen, dass er recht hat. Macht euch keine Sorgen, Leute. Wir werden Darkrai ganz sicher besiegen und wieder zurückkommen. Ja, ihr schafft das. Wenn es einer kann, dann ihr. Passt auf euch auf, Menschenskin. Ihr alle, vielen Dank. Gehen wir, Michi. Lass uns zum Dunkelkrater gehen, wo Darkrai auf uns wartet. Nordwestlich von hier, dort liegt ein Land vulkanischen Ursprungs. Dort liegt der Dunkelkrater. Sagt mir bitte Bescheid, wenn ihr reisefertig seid. Ich führe euch zu ihm. Okay. Magan. Top, top, top. Fertig. Seid ihr bereit, zum Dunkelkrater zu gehen? Klar. In Ordnung. Machen wir uns auf den Weg. Auf zum Dunkelkrater. Voll die besten Betonung. Auf zum Dunkelkrater. Das ist also der Eingang zum Dunkelkrater. Hier stellen wir uns Darkrai. Keiner kann sagen, was dieses Pokémon für uns bereithält. Wir müssen mit größtmöglicher Vorsicht vorgehen. Alles klar. Brenzlig hier. Wow, okay. Sounds alle zu laut aufgestellt. Dachten wir erstmal so, was? Ah, du bist aber süß. Au. Oh. Ups. War nicht meine Schuld, okay? Ich versuch's jedenfalls. Okay, gerade am 5, alles klar. Ernsthaft. Ja gut. Oh.
Okay. Geh weg. Geh mal bitte einfach nur weg. Sehr lieb. Lala. Du hast gerade den Tod ausgerufen, mein Freund. Ja. Geht auch noch mal tot überhaupt? Wo sind hier so viele? So, Dunkelkater. U10. Und wieder U11. U15. Yeah. Oh, come on. Ja, gut. Oh, 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 16. Oh, geht schon weiter. Oh, Pause. Überleg gerade. Na gut, eigentlich können wir noch weitermachen. Ist ja nicht mehr, denke ich mal, so weit. Dann machen wir bei Dark Cry Schluss. Ist das schlau? Ich weiß es nicht. Ich denke, das passt schon. Aua. Oh mal. Lästig. Mach einfach tot. Dam. Oh, mein Anus. Okay. Alles cool. Oh. Sei einfach tot. Mach tot. Seit wann kann das Vieh abbeben? Okay, das kann es schon immer, aber ich wusste nicht, dass es beherrscht. Oh, 5. It's funny. Oh, nice. Hey, ihr wisst gar nicht, was ihr alles verpasst habt. Gerade eben so in der 9. Etage. Ich spawne in einen Raum, wo gleich neben mir die Treppe ist. Aber Monsterraum. Ich also nur noch, weil alle geschwächt sind in dem Team, wirklich alle. Ich nur noch so, okay, scheißegal. Flinksam. Wir haben Gott sei Dank alle nur überlebt. Das ist krass. Mann. Schlaf bitte. Also. Kannst halt nochmal schlafen, wenn du willst. Sehr großzügig, danke. Ich will hier raus. Lass mich einfach gegen Darkrai campen, dann ist alles cool. Yes, es ist vorbei. Dunkelkratergrube. Oh mein Gott. Ich würde jetzt keine Feierabend machen, aber ich nehme einfach den Kampf auf. Das ist eine Sackgasse. Tiefer scheinen wir hier nicht zu kommen, aber wo ist Darkrai? Ihr habt mich warten lassen. Darkrai! Wie nett von euch, dass ihr kommt, Blitz und Michi. Warum bist du hinter uns her? Du kennst es doch nicht einmal. Ich kenne euch nur zu gut. Besonders dich, Michi. Was? Als du mit Raptor in diese Welt kamst, Michi, du warst in einem Unfall verwickelt. Unfall?
Ah, das stimmt. Raptan hat es mir mal erklärt. Wir hatten einen Unfall, als wir durch die Zeit zurückgereist sind. Oh, ja. Bist du in Ordnung? Nein, nicht aufgeben. Nur noch ein bisschen. Komm schon, halte durch. Nein, ich kann nicht mehr. Ja, du und Raptan hattet einen Unfall, als ihr durch die Zeit gereist seid. Dadurch wurde dir getrennt. Du warst ein Mensch und wurdest in ein Pokémon verwandelt und du verlorst auch noch dein Gedächtnis. Ist dir nie aufgefallen, wie seltsam dieser Unfall war? Wie seltsam? Ja, denk daran, wie der Unfall zustande kam. Genau dann, als Raptan und du durch die Zeit gereist seid. Das springt dir nicht als seltsam ins Auge? Darkrai, weißt du etwas darüber? Natürlich, dieser Unfall wurde von niemand anderem als mir selbst eingefädelt. Was? Was sagst du da? Mein Wunsch ist es, diese Welt in Dunkelheit zu hüllen. Weshalb habe ich ein Auge auf den Zeitraum von Diaga geworfen, wegen seiner Bedeutung für die Zeit. Ich habe den Zeitturm auch sabotiert. Irgendwann hätte das nur zur Zerstörung der Zeit geführt. Und letztendlich zur Lähmung des Planeten. Und dann entschieden Raptan und Michi sich einzumischen. Und ich erfuhr von ihrem bevorstehenden Eintreffen aus der Zukunft. Und dann griff ich Raptan und Michi auf ihre Zeitreise an, um sie loszuwerden. Aber ein unvorhersehbares Ereignis machte es unmöglich, auch nur einen der beiden zu beseitigen. Das hätte reichen sollen. Besonders für Raptan. Übrigens, weißt du, wie du zu einem Pokémon wurdest, Michi? Während des Unfalls hast du Raptan vor meinem Angriff geschützt. Ich habe Raptan geschützt? Ja, du hast die volle Wucht der Attacke auf Raptan abbekommen. Dein grimmiger Wille, deinen Partner zu schützen, hat sich auf der Zeitreise wohl in den vielen Dimensionen verheddert. Infolgedessen wurdest du ein Pokémon. Das habe ich getan? Ich nehme an, es wäre gut gewesen. Ich dachte, du hättest dich ausgeschalten, sobald du die Lähmung des Planeten nicht mehr hättest aufhalten können. Allerdings scheine ich deine Findigkeit unterschätzt zu haben. Du tatest dich mit Blitz zusammen. Gemeinsam habt ihr die Zerstörung des Zeitraums verhindert. Ich habe eure Einmischung und Unterschätzung vernachlässigt und deshalb scheiterte mein ursprünglicher Plan. Darum wolltest du diesmal zuerst mich hier im Blitz beseitigen, damit sie kein Hemmnis mehr für deine Pläne darstellen konnten. Warum wolltest du ihren Willen brechen? Du gingst sogar so weit, eine Imitation von mir zu verwenden. Sogar jetzt sind wir von dir hierher gelockt worden, damit du uns alle in einen Aufwasch beseitigen kannst. Sehr gut. Ich habe das tatsächlich so vorgesehen, wie von dir beschrieben. Aber ich hatte einen Sinneswandel. So, Michi, Blitz, ihr seid beide sehr mutig. Ihr habt großen Einsatz gezeigt. Euch für mal los zu sein, wäre eine schlimme Verschwendung. Ihr habt beide vielversprechende Ansätze gezeigt. Wie wäre es, wenn wir zusammenarbeiten würden? Was? Warum steht ihr mir nicht zur Seite? Bei der Beherrschung einer Welt voller Dunkelheit? Was? Die Welt beherrschen mit Darkrai? Es ist absolut möglich, wenn wir drei uns zusammenschließen. Nun, macht ihr mit? Oh, Michi, Blitz, glaubt einen seinen Lügen nicht. Blitz, hörst du mich? Vielleicht hat Darkrai recht. Nein, Blitz! Wem wollen wir etwas vormachen? Wir haben sowieso keine Chance gegen Darkrai. Jeder Widerstand ist zwecklos. Gemeinsame Sachen mit Darkrai ist vielleicht das Beste, was man tun kann. Blitz, warum? Eine weise Entscheidung, Blitz. Sehr praktisch gedacht. Michi? Was wirst du jetzt tun? Wenn wir drei uns zusammentun, dann werden wir uns aufs Erste mit Cresselia beschäftigen. Wir drei werden sie zusammen los. Was hast du gesagt? Jetzt, Michi, komm zu uns. Nee, nicht, Michi. Komm zu uns, Michi. Blitz? Wenn du nicht zu uns gehören willst, Michi, dann wird Darkrai sich nicht mit mir begnügen. Er wird mich beseitigen. Blitz. Deine Wahl, Michi? Wirst du dich uns anschließen? Die Welt der Dunkelheit wird wundervoll sein, Michi. Siehst du? Dein vertrauter Partner hat die Wahrheit erkannt. Komm, willst du nicht in die Welt mit uns beherrschen? Du wirst als Herrscher über die Welt der Dunkelheit gebieten. Also, Michi, bedenke deine Antwort sorgfältig. Komm zu mir und Blitz. Wir werden zusammen die Welt beherrschen. Meine Antwort ist... Tu es nicht, Michi! Lass dich nicht reinlegen!
Diese Stimme gerade. Blitz? Das ist es. Das ist alles. Alles. Das ist alles ein Albtraum. Oh, Michi! Michi! Du! Ich hatte recht. Ich wurde getäuscht. Dagra hat mir eine Illusion vorgehalten. Das war knapp. Verflixt, ich war so nah am Erfolg. Ist das deine Antwort, Michi? Selbstverständlich. Blitz würde unter keinen Umständen so etwas sagen. Mich mit Dagra verbinden? Niemals. Eine Welt der Dunkelheit. Ich werde das nicht zulassen. So sei es. Du hast die falsche Wahl getroffen. Es gibt nichts mehr zu sagen. Ich werde euch jetzt beseitigen. Oh, wir sind umzingelt. Ich wusste es. Ich habe mir schon gedacht, dass du so etwas tun würdest. Sag doch, was du willst. In diesem Punkt werde ich euch einmischeinlich beseitigen. Ich werde die Kontrolle über die verdunkelte Welt an mich reißen. Als ihr König. Jetzt ist der Zeitpunkt. Angriff. Leute, wir machen hier Schluss. Ich bin so nett, ich speichere mal kurz ab. Ja, also bis zum nächsten Mal dann.